Hallo und herzlich willkommen zurück zu Don't Starve. Wir sind immer noch dabei zu überleben. Heute auf der Agenda steht Beeren pflücken, Schaufel sammeln und ein paar von denen. Obwohl, ich lasse die da unten. Aber das wäre Ressourcenverschwendung. Ja, weil wenn ich die dann da unten umziehen lasse, muss ich meine Schaufel wieder benutzen. Und das wäre Verschwendung, weil die dann ja kaputt geht. Und das wollen wir ja nicht. Okay, das hat nicht so viel gebracht, um ehrlich zu sein. Egal. Wir kriegen Holz dadurch. Das ist auch gut. Das ist eine Giftschlange, by the way. Die sollten wir uns nicht angreifen. Die sollte uns nicht angreifen und wir sollten sie nicht angreifen. Ich glaube, hier ein paar Blümchen pflücke ich mal. Aber nur ein paar. Weil ich gerne wüsste, ob man... Ich würde nämlich gerne hier eine Basic Farm machen und die braucht Manure. Ich weiß aber nicht... Massestick. Ob wir... Ich glaube, das mache ich mal. Zwei Bambus, ein Wein. Und ein Seetang. Das kriegen wir alles zusammen. Ja, ich weiß nicht, ob. Der Ding. Ach, fuck. Das wollte ich da gar nicht. So, Machete. Da unten war doch ein Schmetterling. Da oben ist ein Schmetterling. Komm schon. Mach tot. Gibt's nicht auch einen Shortcut, womit man angreifen kann? Ich glaube, es gab mal einen Shortcut, womit man angreifen kann, aber ich bin mir nicht sicher, was das für einer war. Ist auch egal, glaube ich. Nimm nicht die Blume. Nicht die Blume. Oh, die Bärenbüsche sammle ich hier noch ein. Die Seeds da oben auch. Die Seeds nur, danke. So, da oben ist die Schaufel, die nehme ich mit runter. Die Piggy-Skins könnte ich tatsächlich... Habe ich den Hammer jetzt mit oder nicht? Ich habe ihn zu Hause gelassen. Hervorragend. Na, egal. Die Bones könnte ich nämlich auch hier kaputt machen. Gut, gut, gut. Schweinchen. Hier ist noch ein Stick. Den nehme ich mit. Und der halbe Tag ist schon wieder fast rum, ne? Das ist unfassbar. Wie schnell doch die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat. Oder überleben will. Und wieder nur eine Kokos. Nein, nein, nein. Ich habe doch jetzt da eine Schaufel. Oh, die ist gar nicht so gut. Oder habe ich die neue mitgenommen und die alte da gelassen? Fragen über Fragen. Ich habe keinen gelassenen Schimmer, um ehrlich zu sein. Mit dem Schmetterling. Töte den Schmetterling! Los! Ah Mann ey! Die Biene will ich nicht töten. Auch wenn die uns Honig gibt und einen Stachel, aber... Dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm. Die respawnen ja nach einer gewissen Zeit wieder. Von daher ist mir das egal. Weil... Ich weiß nicht, was jetzt besser wäre, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht mehr, ob wir davon eine Muschelbank hatten, um ehrlich zu sein. I don't know. I have no idea. Hier sind noch ein paar Limpets. Nehmen wir mal mit. Ich grab mal den Sand hier aus. Mal gucken, was passiert. Sand, Sand. Und noch mehr Sand. Hervorragend. Hat also nicht so viel gebracht. Kann ich nicht. Kann ich nicht. Kann ich nicht. Kann ich nicht. Kann ich. Kann. Krieg ich. Okay,
Okay, irgendwie muss es doch auch gehen, dass man... die Kokosnüsse runterschüttet. Das kann doch nicht sein, dass man da nur... Dings. Komm, das komme ich nicht drauf. Nur an die Kokosnüsse kommt, indem man die Pflanze abholzt. Das macht für mich keinen Sinn. Nein, das war falsch. Oh boy, oh boy, oh boy. So. Bringt das viel? Ja. Schon so. Ganze Kokosnuss kann ich nicht reinpacken, dann mach die mal halb. Vielleicht kommt da so ein Frühstück-Potpourri raus. Ich würde gerne mal, hier oben habe ich doch, genau, hier habe ich Sägeratz. Vielleicht ist das nachgewachsen. Wäre cool. Sieht nicht so aus. Aber da kann ich mal gucken. Da ist ein Schiff, hier ist ein Lobster. Das ist so ein Ding, das ist auch nicht nachgewachsen. Hier oben ist Seaweed. Das ist gut. So, dann kann ich das Seaweed sammeln. Auf jeden Fall schon mal so ein Massestick nachher machen. Kriege ich denn irgendwo angezeigt, wo Muscheln sind? Nee, ne? Muss ich selber ausfinden. Hier sind auf jeden Fall keine Muscheln. Da drüben waren Muscheln. Ich sollte zurück. Ich sollte dringend zurück. Ich bleibe jetzt bei der Leuchtequalle. Hallo, Leuchtequalle. Leuchtequalle, ja. Leuchtequalle spendet mir etwas Licht. War vielleicht nicht so die beste Idee. Solange mein Boot jetzt nicht kaputt geht, ist mir das alles etwas egal. Die Nacht ist eh hoffentlich gleich vorbei. Ja, bleib doch mal stehen, Leuchtequalle. Leuchtequalle. So, ich will das Seegras eigentlich noch. Obwohl, nee, ich hole mir das Seegras, wenn ich den Muschelstab habe. Weil ich würde zu gern wissen, ob der mir Nahrungsquellen eröffnet oder nicht. Also 33% habe ich nur noch auf dem Boot. Das reicht nicht, um so viel zu reißen. Aber, oh... Achso, hier ist alles noch überflutet. Oh, wir sind auch ziemlich nass geworden jetzt. Eieieiei. Was brauche ich denn, um das Ding zu reparieren? Zwei davon... Ich glaube, es ist günstiger, sich eigentlich ein neues Boot zu bauen, oder? Ich weiß nicht. Ich mache mir erstmal so ein Muschelding. Vier Wines. Weißt du was? Dann mache ich das so. Eins davon und dann hole ich mir vier Wines. Habe ich noch eine Wine? Ich glaube nicht. Jetzt habe ich mir Ropes gemacht und sonst zwar, aber egal. Die Limpet nehme ich mit. Die Sat hier nehme ich mir auch mit. Saat des Bösen. Ich hoffe, meine Machete reicht noch aus.
Aber ich habe genug Flint dabei, um mir eine neue zu machen. Von daher ist das egal. Ah, die geht nur mit ein... Manchmal ein, manchmal zwei. Okay, ich brauche 3 Stück. What? Einmal kurz die Schlangen weglockern. Reicht schon aus. Dankeschön. Ich baue das kurz ab. Aua, 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 aua. Ich könnte die jetzt angreifen. Wisst ihr was? Das war's mir jetzt wert. Komm. Das war's mir wert. So, jetzt habt das. Einmal schön auf die Schlangen. Hat ein bisschen wehgetan. Ich weiß gar nicht, wie viel Gesundheit ich hatte, aber gutes Drittel ist weg jetzt. Bisschen mehr als ein Drittel. Zwei Limpets, zwei Paddles. Bringt das was? Nee, kann ich nicht kochen. Hier zwei, eine Kokosnuss und das Monsterfleisch und gucken, was rauskommt. Ich hoffe, es kommt überhaupt irgendwas Genießbares raus. Die Stinger würde ich gerne hier reinpacken. Dieses komische Gold. Oh, geil. Oh, geil. Fleischbällchen. Beste Nahrung überhaupt. Okay, was habe ich jetzt genommen? Ein Fleisch und 3 irgendwas anderes. Perfekte Sache. Das lasse ich auch mal hier liegen. Ich muss ja nicht alles hier immer so ordentlich sein. Und dann baue ich mir mal ein neues Boot. Habe ich meinen Hammer? Ach, ich habe meinen Hammer dabei. Ich trottel. Dann habe ich das Ding nämlich kaputt. Und zwar eine Science Mission. Okay, hervorragend. Dann habe ich nämlich wieder Bambu und... Wines. Finde ich gar nicht so schlecht. Und jetzt habe ich ein adäquates Boot. Holla die Waldfee, und das ist ganz schön schnell. So. Und hält auch einiges aus. 250, man kann auch eine Lampe von ran machen und ein Segel oder sowas in der Art. Nehme ich an. Wir könnten uns bald sogar ein Segel machen. Ich glaube, das Segel mache ich uns mal. Das Segel mache ich, glaube ich, als nächstes. So, hier ist ein Muschelding. Planstick. Bringt das was? They want to be food? Sie wollen... Okay, ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwas gebracht hat, um ehrlich zu sein. Ich habe da jetzt einen Stock reingesteckt. Kein Plan, ob das was bringt. Muscles stick to it. Okay, irgendwann nehme ich an, kleben sich die Muscheln daran fest. Oder so in der Art. Whatever. Ich habe keinen Plan. Ich würde mir aber gerne noch so ein Segel bauen, um ehrlich zu sein. Ich habe alles dafür. Ist schon wieder fast Bedtime. Lol. Wie schnell geht das denn rum? Ich nehme mal mein Boot und fahre darüber. Geht schneller. Sanity Drop Position, aber ist jetzt egal. Magen habe ich noch einen vollen. Nahrungsmittel ist gerade schon wieder nicht so derlich gut. Da ist eine Wine. Die packe ich mir mal weg da. Okay, ich brauche sogar bald eine neue Machete. Aber erst mache ich die alte kaputt. Sonst bringt das nichts. Das wäre sonst Ressourcenverschwendung. So, sonst muss ich aber zurückrudern. Es wird dunkel. Der Limpet und dem Seaweed kann ich mir, glaube ich, was Herrliches kredenzen. Ich glaube, ich nehme noch eine Episode dann auf. Ja, doch. Mache ich. Ich nehme noch ein Part auf und werde
da. Was ist das da? Pfefferleitzähl. Und werde da auf jeden Fall mal weiter mich umher schauen, ob ich irgendwie vielleicht was erkundet kriege. Oh. Nice. Thank you. Also die Limpet packe ich da rein und das Seaweed. Und dann mache ich jetzt noch was Schönes zu phrasen. Ja. Genügend Platz habe ich, um vom Inventar her nicht überfüllt zu sein am nächsten Tag. Hervorragend. Noch ein Ratatouille für den Weg. Die Rope nehme ich mir mit einfach. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Episode, wenn wir auf ein bisschen Erkundungstour gehen. Und dann bleibt mir nur noch Ciao zu sagen. Das Speichern nehmen wir noch mit. Und dann sieht man sich nächstes Mal wieder, wenn es heißt Don't Starve Together mit mir. Ciao!